Das Wort hat die Kollegin Maria Mischalke, CDU-CSU-Fraktion. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste. Wir werden in kürzer Zeit jetzt abstimmen über eine Beschlussempfehlung zum Antrag der Fraktion Die Linken. Sie fordern in diesem Antrag die doppelte Beitragszahlung auf Direktversicherung und Versorgungsbezüge zu beenden und die Bürgerversicherung einzuführen. In Ihrer Begründung verweisen Sie, ich nehme Ihnen jetzt ein bisschen Arbeit ab, dass Sie wegen demografischer Entwicklung und gewünschter Beitragsstabilität im Grunde genommen seinerzeit eingeführt worden ist, und das ist richtig, die Niedrigzinsphase in der aktuellen Zeit trägt noch zusätzlich dazu bei, dass Rücklagen und Ansparungen auch fürs Alter vor allen Dingen nicht den gewünschten Erlös bringen. Und sie monieren auch zusätzlich, das teilen wir nicht, an der Stelle so, wie Sie es formuliert haben, die hohen Abschluss- und Bestandsprovisionen in der betrieblichen Altersvorsorge. Das ist Ihr Hauptkritikpunkt, die doppelte Verbeitragung bestehen zu lassen. Wir haben eine Anhörung durchgeführt. Sie hat die Argumente, die wir in der vorangegangenen Zeit auch schon immer wieder hervorgebracht haben, bestätigt. Gleichwohl will ich am Anfang schon durchaus sagen, dass wir menschlich verstehen können, dass Leute, die praktisch in einer Zeit, wo sie verdient haben, wo sie Umwandlung ihrer Verdienste, ihrer Einkommen zugunsten der Altersvorsorge gemacht haben, eine andere Kalkulation zugrunde gelegt haben, als das dann ihnen beschert wird, wenn sie zur Auszahlung kommt. Deshalb will ich ein paar Argumente aus der Anhörung hier in aller Öffentlichkeit noch einmal wiederholen, die im Grunde genommen bestätigen, was wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion immer auch ins Feld führen, dass die Beitragsgestaltung in der gesetzlichen Krankenversicherung ausschließlich auf eine zeitlich horizontale Betrachtung abstellt. Das heißt, sie fragt nicht nach dem Zustandekommen des Einkommens, der Auszahlung in der Vergangenheit. Und diese Betrachtungsweise hat das Bundesverfassungsgericht an mehreren Stellen bestätigt. Das können und wollen wir auch nicht ignorieren. Und ein Argument ist mir auch noch mal ganz wichtig, dass wir das hier auch noch mal sagen. Es wurde herausgearbeitet, dass die heutige Generation der Beitragszahler in der Tat wegen der demografischen Entwicklung einen größeren Solidarbeitrag leistet als die Generation davor, heißt die älteren Versicherten in der vorangegangenen Generation. Es wurde bestätigt, dass der Gesetzgeber das Recht hat, aber auch vor allen Dingen die Pflicht hat, die Gestaltungsfreiheit entsprechend der sich wandelnden Herausforderungen in unserer Gesellschaft zu nutzen. Ein Hauptkritikpunkt aber am Rande will ich durchaus erwähnen, dass die Kosten, ich bin jetzt an der Stelle kein Freund der Kostenbetrachtung, weil ich das eher ordnungspolitisch betrachte, aber der Vollständigkeit halber möchte ich schon erwähnen, dass die Rückkehr zu der alten Regelung, die gesetzliche Krankenversicherung, 2,6 Milliarden bedeuten würde, und das ist eine erhebliche Summe. Das dürfen wir nicht ganz verkennen. Mir ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass wenn jemand höhere Beiträge oder niedrigere Beiträge zahlt, für ihn als Person keine Einschränkung in der Leistung und in der also keine Leistungseinschränkung bedeutet. Jeder in unserem Land wird nach seinen Bedürfnissen, nach den Notwendigkeiten ganz individuell medizinisch versorgt. Dieses Grundprinzip der solidarischen Gesundheitsversorgung bleibt ja erhalten, anders als in der Rentenversicherung, wo wir die lohnbezogene Rente haben und wo es durchaus dann auf die Vermögen ankommt. Ich will auch noch ein weiteres Argument in die Diskussion einführen. Immerhin haben auch die Sachverständigen bestätigt, das können Sie im Protokoll nachlesen, dass im System der gesetzlichen Krankenversicherung gesetzlich Alterversorgte weltweit einmalig hervorragende medizinische Leistungen erhalten, auch wenn sie niedrige Beiträge zahlen. Das ist das Grundprinzip unseres solidarischen Sozialsystems. Und zur Bürgerversicherung noch ein kleines Wort.
dass es zu ökonomischen Nachteilen in der Versorgung käme. Das wissen Sie ganz genau. Denn wenn wir die Rückstellung zum Beispiel an unserer historisch gewachsenen zwei dualen Krankenversicherung, also die Rückstellung der privaten Krankenversicherung jetzt in das System einführen, das im Grunde genommen ein Fehler ist, wenn wir diesen Kapitalstock auflösen. Nicht von ungefähr haben wir ja gerade die gesetzliche Krankenversicherung beauftragt, auch Rückstellung zu treffen. Aus diesen ordnungspolitischen Gesichtspunkten lehnen wir diesen Antrag ab. Das heißt, die Beschlussempfehlung lautet, bei dieser systematischen Grundansicht zu bleiben. Und dieser Beschlussempfehlung werden wir zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Matthias W. Birkwald, Fraktion Die Linke.